Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die angekündigte Gaming Room Tour. Das wird in zwei Teile gesplittet. Einmal der Room selber und natürlich mein Setup selber. Da gehe ich dann genauer darauf ein, auf Bildschirm, was für Programme ich benutze oder was genau mein PC verbaut ist. Aber heute soll es nur um den Raum erstmal gehen an sich. Ohne PC und so weiter. Der nächste Teil kommt nächste Woche Samstag. Also vergesst nicht zu abonnieren und nächste Woche vorbeizuschauen. Also Leute, fangen wir an. Ihr habt jetzt eine kleine Cinematic gesehen von meinem Raum mit den ganzen Lichtern und so weiter, aber jetzt gehen wir genau aufs Detail ein. Wir fangen eigentlich hier mit der Lampe an als erstes. Das ist eine Ikea-Lampe, die ist, weiß nicht, wie viel hat die gekostet? Wie viel? Du kannst auch da. 12! 12 Euro hat die gekostet. Ist aber eigentlich ganz cool, die sieht ganz schlicht aus, kann man hier an- und ausschalten, kann man zwei Glühbirnen reinmachen, also die ist relativ hell. Ja, würde ich jedem empfehlen, der so Budget-Scheiße braucht, sowieso bei Ikea. Genauso das gleiche gilt auch für das Board hier. Das Board ist auch von Ikea, ich glaube das heißt Malm. Das hat ein bisschen mehr gekostet, ich glaube es liegt bei 160 Euro. Man hat viel Stauraum hier, hier sind meine ganzen Sachen drin, hier so Kleinigkeiten und natürlich Supreme Sticker. Wenn ihr wollt, kann ich einen Supreme Sticker verlosen. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben, dass jemand einen Supreme Sticker will, dann könnt ihr ganz entspannt da gewinnen. Dann hier kommen wir zum Bett. Das Bett ist nichts Spezielles, ist einfach was ganz Normales. Eigentlich nur eine, so eine Couch, wo eine Matratze drauf liegt. Also wirklich nichts Spezielles. Aber ist okay, liegt sich gut und ist auch eigentlich ganz gemütlich. Deswegen gehen wir weiter, würde ich sagen. Viele von euch haben seit neuestem vielleicht auch im Stream den Hintergrund gesehen. Das sind so Akustik-Schaumstoff-Dinger. Die kosten sogar gar nicht viel. Ich glaube 10 Euro pro Stück. Die kommen ganz groß in 2 Meter. Bei Amazon gibt es die. Wenn ihr wollt, kann ich die auch euch unten in die Beschreibung reinknallen. Die sind echt nice und es sieht auch echt gut aus. Wir haben das gleiche hier hinten nochmal. Film das mal hier hinten. Da, diese Wand haben wir nochmal. Darauf gehen wir später nochmal ein, aber jetzt gerade nur einmal zum Zeigen. Dann haben wir, als vielleicht auch ein paar gemerkt haben, hier hat sich das Ganze geändert. Die Nanoleafs hingen früher an meiner Raufasertapete und die sind ständig runtergefallen. Deswegen mussten wir uns irgendwas überlegen, dass sie nicht mehr runterfallen. Deswegen haben wir hier einfach so eine Pressspanplatte, ich glaube haben wir benutzt und dann an jeder Seite neue Kleber gekauft. Jetzt halten die oder sollten die jedenfalls halten, halten jedenfalls schon ein paar Wochen. Und ich gehe da mit Zuversicht jetzt drauf ein, dass die jetzt auch lange halten. Die waren aber jedenfalls relativ teuer. Das Gute ist, wir haben die bei Black Friday gekauft. Da waren die im Angebot, sonst kosten die meiner Meinung nach über 200 Euro. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber sie sind teuer, aber sie sind dafür echt gut. Seht ihr, macht immer gutes Licht. Auch im Stream sieht man immer einen relativ guten Background. Deswegen lohnt sich schon, wenn man ein bisschen Geld investiert. Kommen wir zu diesem Bild hier. Vielleicht manche wissen es, Remember My Name. Breaking Bad sowieso beste Serie, falls ein paar Leute es schon geschaut haben. Ist aber alles custom. Das Bild habe ich einzeln gekauft und dieser Rahmen wird auch einzeln gekauft. Hier ist einmal um den ganzen Rahmen so ein LED-Band. Ganz normal, schlicht, kannst du ja mal vielleicht hier so zeigen ein bisschen. Ist so, genau, so ein ganz normales Band, nichts Spezielles, LED-Stripe. Hat, glaube ich, jeder von euch wahrscheinlich zu Hause 10, 20 Euro, wenn man da was Normales kauft. Und sieht an sich ja ganz nice aus. Also kostet nicht viel und sieht extrem heftig aus. Das ist mein alter Stuhl hier. Ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Der ist kaputt, der geht immer nach unten. Diese Feder, glaube ich, innen drin ist kaputt. Aber jo, scheiß drauf. Hier sitzt sich trotzdem ganz gut. Kommen wir zu der Lampe, würde ich sagen. Und die hat keinen, die hat keinen großen Einfluss. Ja, sie steht einfach nur da. Und meine Kappe hier. Also ja, würde ich definitiv empfehlen, falls ihr eine Kappe habt oder so, hängt die einfach da rein. Kommen wir zu meinem neuesten Ding.
Und das ist hier dieser Blitz. Wir schalten das mal nochmal neu an, dass ihr das ein bisschen besser seht. Ah ne, ist jetzt schon raus. Ja, waren wir hier. So, hier könnt ihr es sehen. Das Teil kostet 8 Euro bei Amazon. Ist mit Batterie oder mit Strom. Eigentlich ganz nice und würde ich auch jedem empfehlen, wenn er nicht viel Geld ausgeben will und ein bisschen was an Licht haben will. So, dann sind wir hier schon fast an der letzten Ecke angelangt. Dann sind wir hier einmal an meiner ersten Kommode. Die hatte ich gekauft, schon ein bisschen länger her. Ist auch wieder dieses Malmregal von Ikea. Hier habe ich meine Schulsachen drin. Ein paar Krimskramszeug. Hier sind noch meine Schuhe. Die kennst du ja noch von den Yeezy-Videos. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut jetzt oben rechts in der Ecke. Da verlinke ich euch jetzt nochmal das Video, also einfach mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Falls ihr noch nicht meine Schuhe gesehen habt. Hier eigentlich nichts Spezielles. Das hier ist auch von Ikea. Sieht eigentlich wirklich ganz, ganz schlicht aus und ist ein extrem schönes Licht, meiner Meinung. Das, die Lampe innen drin, die Glühbirne, kostet glaube ich 20 oder 30 Euro. Und man braucht dafür diese Fernbedienung. Genau, diese Fernbedienung braucht man. Sonst kann man die nicht an- und ausschalten. Oder nicht richtig regeln, sagen wir jetzt mal. Sonst ist das ein bisschen bescheuert geregelt bei Ikea. Aber an sich sieht es eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier ganz normalen Standard, einen Fernseher. Ist jetzt nichts Besonderes, einfach ein Fernseher. Mit einer Wandhalterung habe ich den hier festgemacht oder wurde festgemacht. Und sieht an sich ganz nice aus. Könnt ihr mal gucken, so mit den LEDs umrum. Sieht das wirklich ganz schön aus. Die habe ich auch nachgekauft bei Amazon. Das ist von Guvi. Guvi heißt die Marke. Die haben echt gute LEDs, die haben sogar noch bessere. Die haben so LED-Stripes, die man mit dem Handy regeln kann. Haben nicht viele. Deswegen am besten mal da vorbeischauen bei denen. Die machen echt gute LEDs und wie ihr seht, das hat eine schöne satte Farbe. Also nicht so ein komisches Blau, sondern ein schönes sattes Blau. Wie ihr bei mir seht, ist sowieso blau oder rot oder pink oder sowas ein bisschen. Ist einfach ein schöner Farbkontrast. Dann war es das schon hier eigentlich mit dieser Ecke. Hier noch Level Up. Gestern eingetroffen. Ich muss mal schauen, wie das schmeckt. Ich habe mir die Starterpaket geholt. Vielleicht haben ein paar von euch gute Ideen bezüglich ein paar Sorten. Dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und als letztes haben wir hier natürlich meinen Schrank. Und da gibt es eigentlich nichts Spezielles zu sehen. Hinten in der Ecke steht mein Router. Der ist direkt an der Wand angeschlossen mit 10.000 Steckdosen. Und ja, wie ihr seht, natürlich diese Akustik-Schaumstoff nochmal. Hier unten in der Ecke habe ich einen Scheinwerfer stehen. Den sieht man jetzt gar nicht gut. Wenn du willst, kannst du mal hingehen. Da steht er. Macht echt gutes Licht und wie ihr seht, glitzert es hier so schön. Ich hoffe, man sieht das. Ja, man sieht das ein bisschen. Das glitzert relativ schön. So, also in dem Schrank an sich ist nichts Spezielles, ein paar Klamotten. Hier unten ist mein Staubsauger drin. Vergesst nicht, euren Tisch zu staubsaugen. Und hier sind ein paar Dinger, die sind auch von Ikea, glaube ich. Auch ganz schön anzusehen, sind schlicht und kann man irgendwelches Krimskramszeug reinmachen. Was? Praktisch. Ja, praktisch, genau, so kann man es auch sagen. Hinten stehen meine Yeezy-Kartons, wie ihr seht. Ich habe noch alle von denen. Sind mir relativ wichtig, dass ich die auch habe. Ich weiß nicht wieso, aber es gehört halt einfach dazu, wenn man Yeezys hat. Und ich würde sagen, das war es sogar schon mit dem Room selber. Und wir starten mit dem Setup. Also bis gleich.